Nach der Wiederansiedlung vom Luchs soll jetzt bei uns auch eine andere Spezies wieder heimisch werden. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Herrn Dr. Klöti. Sehr richtig. Herr Klöti, Sie haben in dem Wald da Römer ausgesetzt. Sehr richtig. Wir haben also in der ersten Versuchsphase eine kleine Population von Römer anfangen aufbauen. Die werden jetzt noch beringt und dann im Sozialverhalten studiert, haben Sie vollkommen recht. Oh, wie Römer, hä? Das Projekt ist ja sehr umstritten. Da kann ich Sie also beruhigen. Im Gegensatz zum Barhofer ist ja der Römer Sandalettenträger und macht überhaupt keinen Flurschaden. Oder? Und da kann ich also auch überhaupt kein Problem in dem Zusammenhang. Herr Stähli, Sie als Vertreter der Jäger, wie stehen Sie denn zu dem Projekt? Ja, also grundsätzlich. Oh, die sollten wir auch noch beringen. Ich hole mal den Hinkelstein. Ja, ich habe eine ganz spezielle Methode entwickelt, wie wir den Römer anlocken können. Ich kann Ihnen das jetzt vielleicht gerade mal schnell demonstrieren. Der Herr Stähli bringt jetzt mir gerade das Requisit, oder? Das ist eine Anbildung von einem echten Hinkelstein. Und den haben wir jetzt also natürlich noch in Anbildung. Der narkotisierte Römer wird jetzt also mit dem Sender beringt, sodass man ihn jederzeit wieder lokalisieren kann. Mit dem Gerät. Wir stellen jetzt also fest, dass sich eine kleinere Römerpopulation da unten da im Hirschen befindet. Der Römer selber ist eigentlich sehr trinkfest. Und darum kann man ihn auch brauchen zum Abbau vom Faunaüberschuss. Und er ist durchaus auch als Nutztier zu halten. Da hat doch wieder so eine Saukeibe Frau aufgerissen. Wir haben hier bei uns traditionell eine rein männliche Römerpopulation. Das sind alles keine Kostverrechte. Da müssen wir genau so aufpassen. Nein, darum haben wir auch die Abschlussquote festgelegt auf 15 christliche Frauen pro Römer. Es gibt also auch Römer, die sich unbeliebt gemacht haben. Der Römerfuß da ist uns anonym zugesandt worden. Er hat dem Titus gehört, der hat da gewildert beim Bissecker seiner Tochter. Das ist ja meine Frau, die diesen Saukeib aufgerissen hat. Jetzt langt es aber. Natürlich braucht es einen Abschuss, eine Bewilligung vom Bund. Da sind wir Jäger aber ganz anderer Meinung. Wir sind vor Ort und können den Schaden der Römer viel besser beurteilen. Glauben Sie, dass langfristig das Überleben von diesen Römer gesichert ist? Da bin ich sehr zuversichtlich. Das nächste Mal berichten wir dann über das Wiederansiedeln der Habsburger. Auf Wiedersehen.